Wochenlang ging nichts, nun sind seit dem heutigen Montag die Friseursalons in Deutschland wieder offen. Große Erleichterung bei der Bevölkerung und den Betrieben. Doch wie ist die Lage vor Ort? Uns ist nun Tanja Douglas zugeschaltet, die in Schweinfurt einen Friseursalon betreibt. Tanja, vielen Dank für Ihre Zeit am stressigen Tag 1 nach dem Lockdown. Wie läuft es bisher? Ja, soweit gut. Wir haben gut zu tun, das war ja auch zu erwarten. Und die Kunden sind aber sehr dankbar und alle gut gelaunt. Also es macht Spaß auf jeden Fall wieder da zu stehen, auch wenn es natürlich mit der Maske anstrengend ist. Es geht uns, glaube ich, allen so, aber im Großen und Ganzen können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Wie haben Sie sich auf den Ansturm vorbereitet und welche neuen Hygienemaßnahmen waren notwendig? Ja, eigentlich hat sich für uns gar nicht so viel geändert, außer die Quadratmeterzahl, ne, dass wir die einhalten müssen. Ansonsten hatten wir vorher auch schon die höchsten Hygienestandards, also von daher war das für uns jetzt nichts Neues. Reagieren Sie mit längeren Öffnungszeiten, beziehungsweise wie lange im Voraus sind Sie jetzt schon ausgebucht? Ja, schon. Also die ersten Wochen sind alle voll. Ich glaube, es geht wahrscheinlich fast jedem Friseur so, gehe ich mal davon aus. Der Ansturm ist wie erwartet auch. Natürlich versucht man das irgendwie zu planen, aber wir können natürlich auch nicht hier 15 Stunden am Tag arbeiten, von 0 auf 100% wieder hochzugehen oder auf 1000%. Das ist natürlich, da muss man schon schauen, dass man die Waage hält, ne? Und wie ist so der Bedarf bei den Kunden? Was ist Ihre Hauptaufgabe? Eher Haare schneiden oder steht irgendwas anderes im Vordergrund und kommen eher männliche oder weibliche Kunden aktuell? Ah, bunt durchgemischt. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr dankbar. Egal, ob das Mann, Frau, Farbe, Schneiden, es ist alles erwünscht. Alles ganz, ganz wichtig. Natürlich Schneiden sowieso, ne? Ganz viele kommen mit längeren Haaren, als wir die eigentlich kennen. Aber Farbe, Ansatzfarbe und so weiter ist auch total wichtig. Also das gehört einfach zur persönlichen Hygiene dazu. Haben Sie denn die Sorge, je nach Entwicklung der Infektionszahlen, dass Sie schon bald wieder schließen müssen? Ja, definitiv. Die Angst steht. Ich glaube, bei uns allen. Das ist natürlich ganz schwer, das vorauszusagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das kommt, aber damit rechnen müssen wir alle, glaube ich. So schaut es also aus in Schweinfurt bei Friseurin Tanja Douglas, die wir in einer der wenigen ruhigeren Momente des Tages erwischt haben. Gespannt wird man auch in der Politik hinschauen, wie es in den Friseursalons in den kommenden Tagen weitergeht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.